Die Zahl der Fitnessarmbänder, der Smartwatches und der auf dem Smartphone verwendeten Gesundheits-Apps steigt in Deutschland kontinuierlich. Fitness-Tracker und Gesundheits-Apps erleben einen Hype. Was steckt an Nutzen aber tatsächlich dahinter? Im Gespräch ist Dr. Egbert Schulz, Vorstand des Blutdruckinstituts Göttingen e.V., Verein für Prävention, Information und Bekämpfung des Bluthochdrucks in Südniedersachsen, Mitglied der Kommission Telemedizin und E-Health der DHL. Herr Schulz, was überwiegt, die Chancen oder die Risiken von Fitness-Trackern und Gesundheits-Apps? Die Risiken der inzwischen sehr weit verbreiteten Fitness-Trackern und Gesundheits-Apps liegen eindeutig in der Qualität der einzelnen Apps, die man nicht über einen Kamm scheren kann. Das heißt, die Frage nach Datenschutz, nach Zweckbestimmung der App, aber auch nach Verwendung eventuell angeschlossener Geräte im Bereich Blutdruck spielen eine wichtige Rolle für die Beurteilung dessen, ob das App hilfreich ist oder nicht. Die Chancen sind eindeutig gegeben, indem wir zuverlässige digitalisierte Daten in den Behandlungsprozess einfügen können. Hochdruckpatienten können mit Wearables und Apps Trainingsfortschritte messen sowie ihre Blutdruckwerte zuverlässig erheben. Wie zuverlässig und für eine Diagnose relevant sind diese Daten? Hier möchte ich klar differenzieren, zum einen zwischen der Blutdruckmessung und anderen Vitaldaten, wie zum Beispiel auch Energieverbrauch. Dort haben wir gelernt aus einer japanischen Studie, dass die angebotenen Apps teilweise sehr unzuverlässige und weit variierende Daten, was den Energieverbrauch angeht, wiedergeben. Das gilt auch für die Schrittzähler. Beim Blutdruck hängt es eindeutig vom verwendeten Blutdruckmessgerät ab. Ist das ein von den Fachgesellschaften zertifiziertes Gerät oder ist es eher eine Art Kaffeesatzleserei, wie das jetzt vor kurzem in der Presse vorgestellte Blutdruckmessverfahren über die Fingerbeere und die Kamera eines Smartphones? Mhm. Hier würden wir klar von abraten. Das Entscheidende ist aber der Umgang mit den Blutdruckwerten. Das heißt, die Aufzeichnung und Weitergabe an den Arzt und Besprechung mit demjenigen ist sicherlich sinnvoll. Sobald diese App allerdings eine Therapieempfehlung gibt oder Warnhinweise, wird es problematisch. Sie sprachen gerade den Arzt an, Herr Dr. Schulz. Wie kompatibel sind die Ärzte denn zu Gesundheits-Apps? Sie sehen diese Probleme, die ich gerade gesagt habe, zum einen den Datenschutz, das heißt, was passiert mit diesen sehr empfindlichen Vital-, also Lebenswerten. Und zum anderen haben Sie auch Sorge davor, dass das den Arbeitsablauf in Ihrer Praxis eher stört. Es gibt eine Umfrage des Ärztlichen Nachrichtendienstes, der hat in seiner Umfrage gesehen, dass 45% der Ärzte eher von einer Zunahme des Arbeitsaufwandes in der Praxis ausgehen. Und das begründet sich dadurch, dass Patienten auch beruhigt werden müssen. Ihnen muss die Beurteilung durch das Medical App erklärt werden. Nur 30% rechnen mit einer Erleichterung. Mhm. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Qualität der Gesundheits-Apps. Wie weit erfüllen denn solche Gesundheits-Apps die Voraussetzungen und die Anforderungen des Medizinproduktegesetzes? Nur ganz wenige sind tatsächlich aktuell als Medizinprodukt klassifiziert und auch dementsprechend geprüft. Die Gretchenfrage ist die der Zweckbestimmung. Und das Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt heute eindeutig vor, dass eben nicht nur eine Deklaration des Herstellers genügt. Das heißt, sie agieren eigentlich im Medizinbereich, schreiben aber drunter, es ist nicht für den medizinischen Gebrauch zu benutzen. Das alleine reicht nicht, sondern hier kommt die Bewertung auch der Werbemaßnahmen und des Kontextes, in dem dieses App angeboten wird, zum Tragen. Also die wenigsten werden zurzeit als Medizinprodukte geprüft und sind so klassifiziert. Mhm. Ein ganz großer Teil wird aber genau in diesem Bereich gehören. Mhm.
Gesundheitsdaten sind ja nun sensible Daten. Sie bedürfen eines besonderen Schutzes. Wie weit steht es derzeit mit Standards für Datenschutz und technische Sicherheit der Geräte? Von der Gesellschaft ePrivacy gab es eine sehr gute Befragung, die gesagt hat, dass bei 140 gebräuchlichen Gesundheits-Apps allein 80% der Login-Daten leicht zu umgehen bzw. zu tracken war. Mhm. Ein weiteres Problem ist auch eine Fremdmanipulation der Werte. Der ITler nennt das Man-in-the-Middle-Problem. Das heißt also, man kann sich aufgrund nicht variierender Bluetooth-Einstellungen wohl relativ unproblematisch dort einklinken und dann diese Vitaldaten, zum Beispiel Blutdruckwerte, auch manipulieren. Jetzt sprechen wir doch nochmal ein bisschen über die Krankenversicherungen. Die haben ja gern ihre Mitglieder und deren Daten im Griff und auch im Blick. Bei Krankenversicherungen dürfen keine Nachteile entstehen, nur weil man seine Gesundheitsdaten nicht zur Verfügung stellt. Soweit die These. Wie beurteilen Sie die Perspektiven für die Mitglieder, für die Versicherten? Die Versicherten können profitieren in der Versorgung, wenn diese Daten, gerade was den Blutdruck angeht, dem Arzt direkt zur Verfügung gestellt werden. Hinsichtlich einer automatisierten Bewertung und zur Verfügungstellung der Krankenkassen gibt es schon alleine von Krankenkassen selber durchgeführte Befragungen, die sagen, dass 39% der Patienten eine Fehldiagnose befürchten. Das geht aus einer Befragung der IKK aus dem Jahr 2014 hervor. Also die Sorge, dass durch automatisierte Übermittlung an die Kostenträger hier Probleme erwachsen könnten, die ist sicherlich gegeben. Hier bedarf es eines Bewertenden, also medizinisch Bewertende, einer medizinisch bewertenden Instanz. Das ist zum Schluss insbesondere bei Blutdruck der Arzt. Dankeschön, Herr Dr. Schulz.